Sie sind wie kleine Kinder, sagt Maria Schweighofler, wenn sie von ihren Fuchsien spricht. In ihrem Garten am Ritten blühen über 450 Sorten. Und damit sie auch wunderbar blühen, tauscht sie sich mit ihren Fuchsienfreunden aus, dem Verein der Züchter. Maria Schweighoflers Tag beginnt mit einer Runde im Garten. Ihre Fuchsien brauchen Wasser, Dünger und viel Liebe. Einfach ist sie nicht, aber wir leben halt mit unseren Fuchsien und das macht Freude. Wir reden nie von Arbeit, nie von Last, sondern immer nur von Freude. Und das ist wirklich Freude. Das ist wie bei den kleinen Kindern. Die sind fast Puppele. Jede einzelne Fuchsiensorte habe ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Ansprüche. Deshalb tauscht sich Maria Schweighofler gerne mit den Fuchsienfreunden aus, dem Verein der Südtiroler Züchter. Die Pflege der Fuchsien braucht viel Erfahrung und noch mehr Zeit. Wir sind jetzt schon jahrelang im Ringurlaub gefahren, wegen die Blumen. Und gut, wir haben drei Hunde, aber mit den Sellen kann man auch in Urlaub fahren, eventuell. Aber die Blumen kann sie nicht in jeder vertrauen. Weil sie müssen die wirklich, ich glaube, rehren. Rückschläge gehören dazu. Fuchsien sind heikle Geschöpfe. Sie sind auch unfällig gegen Krankheiten und sie muss halt schon der Mann ganz gleich her. Wenn etwas ist mit der Lupe und dann kriege ich schon gleich ein bisschen Spritzen, weil sonst hast du gleich mal eine ganze Reihe, was halt hinwärmt. Das Schlimmste ist dann im Herbst, wenn sie am schönsten blühen, muss man sie dann komplett zurückschneiden, gell? Und das ist nachher zum Überwinden. Die größte Sorge ist natürlich, wenn es hagelt und im Frühling friert. Steht die Pflanze am richtigen Platz und bekommt sie alles, was sie braucht, belohnt sie ihren Besitzer mit den typisch rosaroten Blüten. Davon können Fuchsienfreunde nicht genug bekommen. Das wird der ganze Virus, weil wenn man einmal eine hat, dann sieht man die nächste, dann möchte man die Selle. Und das geht noch weiter, also muss man schon bremsen. Also mein Haus ist schon auch fast zu viel zu für lauter Fuchsien. Man redet von Sucht, man redet vom Virus, man redet vom Kranksein. Das stört uns alles nicht. Wir haben einfach unsere Freitun an dem Hobby und blühen richtig auf, wenn wir von unseren Fuchsien reden und in unseren Fuchsiengarten sein. Seit über 40 Jahren züchtet Maria Schweighofler Fuchsien. Und jeden Tag blüht ihr Herz auf, wenn sie ihre Blumen sieht. Ein Franzose hat die Fuchsie vor 300 Jahren auf Santo Domingo entdeckt und sie nach einem deutschen Botaniker benannt. Sein Name war Leonhard Fuchs und ihm verdankt die Blume also ihren Namen.